Heute ist mal wieder Unboxing angesagt und gucken mal, was in diesem Paket alles drin ist. Hallo liebe Freunde des gepflegten Modellbaus Märklin 800 oder Märklin der 50er Jahre. Diesmal geht es nicht an Anlage weiter, sondern es ist ein Paket gekommen und das wollte ich jetzt mit euch mal aufmachen. Und ja, ich mache das immer so für die neuen Zuschauer, mache ich das immer so, dass ich das in Ruhe aufmache, dass wir das gemeinsam erleben können für diejenigen, denen es nicht schnell genug gehen kann und die Ergebnisse sehen wollen. Einfach doppelte Geschwindigkeit, ja, oder vorspielen oder je nachdem. Aber es gibt auch Leute, denen es wirklich gefällt, Stück für Stück reinzuschauen und zu gucken, was hier entsprechend ankommt. So, und ihr seht, super gut zusammengeklebt. Ja, das ist keine Schleichwerbung hier mit der Spedition. Ja, also macht keinerlei Werbung auf meinem Kanal. Und ja, jetzt ist der Karton so groß, dass er eigentlich bei mir nicht unter die Kamera passt. Aber so ist es schon besser. Und nun schauen wir mal. Also zunächst muss ich sagen, wunderbar eingepackt. Ja, schönes Füllmaterial, dass nichts kaputt geht. Wunderbar. Und nun schauen wir mal, was hier alles dabei ist. Es sind sowohl neuere als auch ältere Sachen dabei. Und eigentlich habe ich dieses Konvolut vor allem wegen zwei Wägen gekauft. Die werden wir nachher gleich sehen. Aber jetzt gucken wir, was hier alles kommt. Also zum einen, wunderbar, sehr schön, ein Shell-Kesselwagen. Neueres Modell, ja, aus Kunststoff. Ich habe ja vor, meine Anlage, die ich baue, die historische Anlage, die ihr im anderen Video schon gesehen habt, ich kann das nochmal verlinken, komplett nur mit Metall aufzubauen und ohne Kunststoff. Deswegen müssen wir schauen, was wir mit den Wegen machen, aber vielleicht können mit denen noch die Kinder spielen. Okay, Niederbordwagen, wunderbar. Sehr schön. Und ach, den lassen wir noch mal kurz drin. Der Kenner hat schon gesehen, um welchen Wagen es sich handelt. Und das hier ist eigentlich das zweite Highlight, was hier kommt. Also machen wir so, dann packen wir doch mal den einen davon aus. Und dann gucken wir mal, was noch so alles dabei ist. Ja, also wir haben hier einen Kesselwagen. Oh, der ist ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden. Der ist ein bisschen dreckig, aber Gott, kann man gut reinigen. Wichtig ist, dass das Lüfterrad oben komplett ist. Ja, wie ihr seht, sieht das eigentlich ganz gut aus. Und das ist der Esso 314. Ja, oh, da hat er eine ordentliche Schramme. Hier, die alten 4.2 Kupplung und super Bremserspindel noch mit dran. Aber natürlich etwas dreckig. Dann schauen wir mal, was sonst noch dabei ist. Wir haben hier alles wunderbar eingepackt. Ein gedeckten Güterwagen mit Schlussleuchten. Also das ist der 306. Bin ich mal gespannt, ob der dann entsprechend funktioniert. Die haben an der Stelle wirklich ein ordentliches Gewicht. Es geht weiter mit Werbung. Nein, ohne Werbung. Ein weiterer gedeckter Güterwagen. Wunderbar. Schön. Perfekt. Gucken wir mal, was für Achsen der hat. Der hat die Nadellagerachsen. Und irgendwie sind die alle ein bisschen dreckig geworden. Aber naja, so ist das einfach, wenn die Wägen über lange Zeit irgendwo rumstehen und sich niemand drum kümmert. Und nun schauen wir mal, was das hier ist. Oh, da kleppert etwas. Das ist ein Löwenbräuwagen und da ist irgendwas drin. Was das ist, müssen wir mal schauen. Aber ist das wirklich merklich? Weil den kenne ich eigentlich gar nicht. Auch die Kupplungen sind nicht von Märklin. Gucken wir mal, ob wir hier was stehen sehen. Nee. Also auf die Schnelle
Siehst du nichts. Muss ich mal nachgucken. Aber ist auf alle Fälle auch ein nettes Wägelchen in Hanul. So, dann geht's weiter. Mit einem Personenwagen. Ohoho. Ja, ganz schön rostig. Aber nun ja. Sei es drum, Nadelachsen. Dann haben wir, ja, das sind schöne viele Wägen. Da könnte man schöne lange Züge fahren. Das hier, ah, das ist auch von Märklin. Kannte ich jetzt eigentlich gar nicht. Auch modernere Version. Aber ihr seht, da ist echt einiges in dem Paket drin. So, kommen wir weiter. Es ist ein weiterer Kesselwagen. Diesmal BP. Und dabei, ihr seht auch hier, etwas angerostet. Aber nun ja, das passiert einfach. Ein 13er Gussgüterwagen. Ja, hier interessant, die Achslagerkappen sind die aufgesteckten. Und gucken wir mal, ob das... Genau, wunderbar, schön. Der hat jetzt ein bisschen Zinkblüte, aber die kriegen wir weg. Habt ihr schon mal vielleicht im anderen Video von mir gesehen, wie man die relativ einfach entsprechend beseitigen kann. So, jetzt geht's weiter. Oh, das wird halt ein langes Unboxing, sage ich euch. Ein weiterer Güterwagen gedeckter. Oh. Und ein, ich sehe Weinfasswagen. So, der hat wohl die Nummer verloren. Das müsste eigentlich der 308er sein. Ja, wobei ja auch die Aufschriften, da ist wohl einer mit einem zu scharfen Putzmittel dran. Und hat den Aufdruck sozusagen entsprechend entfernt. So, und jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5. Ihr habt es also gleich geschafft. Aber das Highlight der Sammlung oder das zweite kommt noch. So, das hier ist eine weitere klassische Donnerburg-Büchse 4003. Kennt man. Und hier ist nochmal eine. Also viel Zeug, viel Wägen zum Fahren. Auch hier eine Version sozusagen ohne Plastik, also kein Problem für die neue Anlage. Hier haben wir nochmal einen Gepäckwagen, allerdings hier aus Kunststoff, das ist die Nachfolgeversion des 310er. Und bevor wir zum Highlight kommen, packen wir noch den hier kurz aus. Und ich hoffe, dass das andere wirklich ein Highlight ist. Will nicht. Das hier ist nochmal eine Donnerbüchse. Also drei Donnerbüchsen und jetzt hier der letzte Wagen. Der Kenner kann schon so versuchen, so ein bisschen zu erahnen. Das hier hat ein flaches Dach, dieser Wagen. Hat ein Bremserhaus. Gucken wir mal, wie das Dach aussieht. Ja, eigentlich ganz... Okay, 4.2 Kupplung. Ja, ist ein bisschen weiß von der Zinkblüte, Magnesiumblüte, Radlager, Achslager, alle da. Und hier steht jetzt 312 drauf. Dadurch, dass er aber das untere Bremserhaus hat, ist es der 316er. Und somit, ja, ein schönes Teil, ja, auf das man sich dann sozusagen freuen darf. Ja, und nachdem es heute ein bisschen länger geworden ist, würde ich sagen, packt mal die anderen mal auf die Anlage. War cool, dass ihr dabei wart. Passt auf euch auf und immer schön auf den Gleisen bleiben.